habe mich voll hingelegt. Ich weiß auch nicht, also irgendwas war da, da war eigentlich nichts. Wir sind auf dem Campingplatz angekommen, stehen jetzt hier im Moment. Ja, guten Morgen zusammen. Wir haben gerade 11:15 und wir sind auf dem Weg in den Krka Nationalpark und wir möchten zum Skradinskibuk. Das ist ein großer Wasserfall und der Eingang vom Park ist circa 2 Kilometer von hier entfernt. Und bis zum Wasserfall sind es ungefähr 5 Kilometer, glaube ich. Und ja, wir gehen jetzt mal los, hier ein bisschen durchs Dorf zuerst und dann gleich in den Nationalpark. Bis dann! So, wir sind jetzt keine 10 Minuten gelaufen, sind jetzt hier am kleinen Hafen angekommen. Von hier aus starten, zumindest in der Saison und wahrscheinlich nicht, wenn Corona ist, auch Boote in den Krka Nationalpark. Es gibt auch kleinere Bootstouren, aber dazu können wir jetzt nicht viel sagen. Wir wollen uns das nochmal gerade anschauen und dann geht es weiter Richtung Krka Nationalpark. Der dürfte von hier noch circa 1,5 Kilometer entfernt sein, der Eingang. Ja, und wie immer ist mir jetzt schon zu warm. Ich mache jetzt meine Hose kurz. Aber keine Lust, die Beine sozusagen auszuziehen. Die lasse ich einfach runterbaumeln. Ja, wir sind jetzt circa 10 Minuten im Park. Vielleicht eine Viertelstunde, haben natürlich wieder ein paar Aufnahmen gemacht. Wetter ist super. Wie zu erwarten, auch sehr schön leer hier. Ja, aber der Park macht oder schließt eigentlich um 16.30 Uhr. Das wäre in 4 Stunden. Und wir haben 10 Kilometer zu laufen, weil bis zum Wasserfall sind es 4 Kilometer. Da gibt es noch einen kleinen Rundgang von 2 Kilometern und dann wieder 4 Kilometer zurück, also 10 Kilometer. Ich sag mal, wenn wir jetzt durchlaufen würden, würden wir es schaffen. Machen wir aber nicht, so wie man uns kennt. Ja, aber gut, ich meine, jetzt noch eine Schranke rauskommen, werden wir schon. Wir werden ja wohl kaum eingesperrt. Okay, ich gehe jetzt so weiter, super. Siehst aus wie so ein Pferd. Ja, Jana meinte, zieh das mal aus. Okay, dann zieh's halt aus. Wenn sich hier irgendwelche Raupen, die wir eben auch schon gesehen haben, dadurch gestört fühlen, dann zieh ich halt die Hosendinger hier aus. Ich habe eh viel zu dicke Socken an. Meine Wandersocken, die jetzt natürlich viel zu warm sind. Mal wieder. Aber gut, wir sind entweder immer zu warm angezogen oder wir kommen im Regen und haben zu wenig mit. So. Außerdem habe ich wirklich Hunger. Aber wir haben heute Morgen nur zwei Brote gegessen. Ja, 2 Scheibchen Brot mit so einem Weißbrot, wo halt wirklich nichts dran ist, sag ich mal. Ja, okay, morgens habe ich halt auch kaum Hunger, wenn ich aufstehe. Dann trinke ich meinen Kaffee, bin ich eigentlich eh erstmal satt. Aber nach einer Stunde habe ich Hunger. Und das ist jetzt schon wieder 3 Stunden her. Ja, so, jetzt können wir mal weitergehen. Geräuschkulisse müssen wir ein bisschen lauter brüllen. Ja.
Wir sind angekommen am Wasserfall. Sieht schon ziemlich cool aus. Also man kommt super nah ran. Hier gibt es ganz viele so kleine Buden, wo man essen und trinken kann. Die haben natürlich fast alle geschlossen. Man kann jetzt vorne Sandwiches und Getränke kaufen. Zwei Katzen laufen hier rum. Ja, der Wasserfall sieht auf jeden Fall richtig cool, beeindruckend aus. Und wir gehen jetzt gleich noch einen Rundweg oben, der circa eine Stunde dauert. Und da gibt es verschiedene Aussichtspunkte. Wir essen aber jetzt erstmal unser mitgebrachtes Essen und ja. Genau. Und hier vorne, 200 Meter zurück, legt auch das Boot an, wenn es denn fahren würde. Ja. Also für die faulen Leute, weil der Weg 4 Kilometer. Am Anfang hat man ein paar schöne Aussichten. Ja, es ist schöne Aussicht nach rechts hin und so weiter, aber es ist halt ein Schotterweg, den man halt geradeaus durchläuft, mehr oder weniger. Sonst gibt es halt nicht viel zu tun. So viele Leute, die faul sind. Mittlerweile zurück. Es ist dunkel draußen. Es wird langsam wieder frisch. Wir haben jetzt 19 Uhr. Wir haben mega Hunger. Ich zumindest habe mega Hunger. Ja, ich habe auch mega Hunger. Aber ja, wir sind auch wieder die einzigen Leute hier auf dem Campingplatz. Wir sind ganz alleine hier. Haben quasi den ganzen Platz für uns alleine. Ist auch nur ein ganz kleiner Campingplatz. Direkt quasi in der Nähe des Nationalparks, nicht weit vom Eingang. Ja, und jetzt kochen wir erstmal. Also der Tag war auf jeden Fall richtig cool. Im Nationalpark war nichts los. Also da waren 10, 15 Leute oder so. Ja, wenn es hochkommt, vielleicht 20 Leute im ganzen gesamten Park über den Weg gelaufen. Genau. Ja. Und morgen? Ja, wie geht's morgen weiter? Wir müssen fahren eventuell Richtung Plitvicer Seen. Genau. Eigentlich wollten wir ja Richtung Dubrovnik fahren, im Südosten weiter. Ja. Müssen aber gucken, weil wir müssen ja die Corona-Regeln einhalten bei der Rückreise. Deshalb müssen wir dann gucken, ob wir da noch hinkommen oder ob das halt leider nicht klappt. Aber wir haben halt gesagt, wenn wir schon unterwegs sind, wir sind halt flexibel. Wir nehmen es dann halt so, wie es kommt. Und könnte halt jetzt sein, dass wir dann morgen oder so halt nach dem Plitvicer Seen dann wieder zurück in den Norden nach Istrien fahren müssten. Um dann halt nicht-Risikogebiet zu sein und uns da 10 Tage aufzuhalten, damit wir bei der Einreise keine Probleme bekommen, beziehungsweise die Quarantäne vermeiden. PCR-Test oder Corona-Test allgemein werden wir wohl machen. Sowieso, also ob wir es müssen oder nicht, wenn wir zurückkommen, einfach um auszuschließen, dass wir halt unsere Familie, die mit im Haus wohnt und so weiter, anstecken. Aber wir denken, wo sollen wir hier Corona kriegen? Ganz ehrlich, also, zu Hause oder ich fahre da Ausflüge, auf der Arbeit. Ja, hätten wir Ausflüge gemacht, wäre das Risiko deutlich höher gewesen und bei Lars auf der Arbeit sowieso. Ja, und deshalb, Ja, jetzt machen wir Essen. Jana muss dann noch die Datei finalisieren für das Video, was online kam. Ja, genau, es kommt morgen online, nämlich endlich morgen. Das Fazitvideo von Schweden. Also, solltet ihr dieses Video sehen, sollte es, hoffe ich, eigentlich schon online sein.
Es sei denn, heute Nacht geht noch irgendwas schief. Ja, es war halt die Datei gelöscht. Eine Menge Arbeit. Also ja, geht kaputt. Also das Video an sich ist, wie gesagt, schon seit Monaten fertig eigentlich. Es ist schon online immer, aber ich konnte es nicht hochladen, weil Janas Datei sozusagen fehlt. Aber also die Reiseroute als PDF-Format. Da mit ein paar mehr Infos. Es ja, ist mehr geworden als geplant, leider. Und ja. Ich hatte auch ganz ehrlich durch dieses ganze Corona-Homeoffice-Gedönse, ich sitze halt die ganze Zeit nur am PC, man konnte ja auch nichts machen draußen, man hat einfach keine Abwechslung gehabt und dann war es halt für mich echt schwer, da noch irgendwie an dieser Datei wirklich so regelmäßig zu arbeiten und das dann halt mal durchzuziehen. Aber gut, jetzt ist er dann wohl fertig. Falls ihr das Fazitvideo nicht kennt und ihr als mal nach Schweden wollt, das Video werden wir verlinken, sowie auch die Route extra nochmal unter diesem Video auch und ja, genau. Wir machen jetzt erstmal essen und dann melden wir uns morgen früh wieder. Genau, und dann wissen wir hoffentlich auch, wie es genau weitergeht. Gute Nacht. So Hunger? Oder Durst? Hä? Ja. Guten Morgen. Morgen. Ja, für die Leute, die mal sagen, bei euch ist es immer so schön aufgeräumt. Jetzt ist mal ein bisschen mehr Chaos hier. Jana muss die Datei noch fertig machen. Die müsste in 3,5 Stunden online gehen. Und rundherum ist ja eh das Chaos. Ja, wir frühstücken jetzt mal schnell nebenbei sozusagen. Ich war gerade beim Supermarkt, habe noch was frisches Brot geholt und noch mal eine Dose Pipi, aber die gibt es erst später. Wir trinken nämlich keine Werbung. Achso, ja. Orangensaft trinken wir und sind wir gerade beim Thema. Wir haben nämlich unsere Gläser vergessen. Das heißt, wir trinken im Moment alles aus unseren Tassen. Irgendwas Kaffee, vergessen wir ja immer, Saft. Ne? Zwei Tassen haben wir dabei. Genau. Passt schon. Gläser haben wir vergessen, da war noch irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Ja, fällt uns irgendwann wieder ein. Ja, bezahlt haben wir jetzt gerade auch schon. Wir haben jetzt 2 Tage hier übernachtet auf dem Campingplatz. Hier gibt es Frischwasser, Entsorgung und so weiter. Auch Duschen und so weiter, die wir eh nicht nutzen. Okay, die Küche haben wir mal ein bisschen was benutzt. Und wir haben jetzt für 2 Tage... Küche ist übrigens draußen. Genau, also es ist halt überdacht, aber so draußen alles genau. Offen. Wir waren ja auch alleine hier. Genau. Und wir haben jetzt für 2 Nächte umgerechnet 36 Euro bezahlt, also 18 Euro die Nacht. Mit Strom und allem. Ich denke, da kann man nicht meckern. Und wir waren halt schon alleine hier. Und ich meine, den Luxus kennen wir ja gar nicht. Am Strom zu hängen und auf Campingplätzen zu stehen, machen wir ja eigentlich nicht. Aber hier in Kroatien ist das ja alles was problematischer, frei zu stehen oder eigentlich ja auch verboten. Genau, wir frühstücken jetzt und ja, dann macht die Datei noch nebenbei fertig. Und dann geht es gleich weiter eigentlich Richtung Dubrovnik, weil wir haben jetzt mal gegoogelt, circa 1,5 Stunden von hier entfernt ist sind die Plitvicer Seen und der Nationalpark. Da ist das Wetter aber heute und morgen jetzt nicht so berauschend, also es soll vor allem die nächsten Tage noch besser werden, sogar 20 Grad und sonnig und so weiter. Deswegen fahren wir jetzt erstmal in den Südosten nach Dubrovnik. Mhm. Und dann quasi wieder relativ zügig zurück, weil wir natürlich dann auch gucken müssen, wie ich Ende des Monats ja wahrscheinlich oder 5 Tage in Quarantäne muss mit dem PCR-Test. Nee, Ende des Urlaubs. In Quarantäne muss. Ich wollte gerade sagen, so, und damit das alles zeitlich passt, müssen wir natürlich gucken, dass wir dann wieder in einem vernünftigen Gebiet sind, also in einem Nicht-Risikogebiet, genau. Da muss man es ja dann aufhalten und. Genau, und ja, dann soll es auch keine Probleme mit der Rückreise geben. Ne? Und wenn, dann haben wir es halt so eingeplant, dass, also aktuell zumindest, wenn sich das ändert, wenn das plötzlich Risikogebiet werden sollte, haben wir genug Zeit eingeplant, dass Lars seine Quarantäne absitzen kann. Ich bin im Homeoffice, da ist das eigentlich eher nicht so relevant. Aber wie gesagt, wir haben das halt mit eingeplant. Wenn ihr wegfahrt, ja, raten wir euch, das auch zu tun, weil wir haben gesehen, halt jetzt an der deutschen Grenze wird auf jeden Fall kontrolliert. Ob die uns dann so genau kontrollieren, wissen wir natürlich nicht, aber man muss es halt mit einrechnen, ne? Und das haben wir gemacht. Sonst hätten wir jetzt auch nicht hier sein können. Genau, eben. Ja, und während Jana jetzt hier an der Datei fummelt, habe ich gerade schon mal Wasser aufgefüllt und auch mal, es war mal nötig, hier die ganzen Gummis hier einzuschmieren und keine Ahnung, blende ich jetzt mal ein. Kennt ihr sicherlich. Ein bisschen Silikonspray habe ich auch noch benutzt, damit das alles ein bisschen was besser wieder flutscht. Und vor allen Dingen voll der Luxus, weil wir sonst zu Hause stehen wir auf der Straße. Ich meine, sowas könnte man da ja auch machen, aber es ist halt schon immer blöd, ne? Wenn dann alle gucken und da ständig Autos vorbeifahren und so weiter. Genau. Und hier sind wir jetzt alleine, da fühle ich mich nicht so beobachtet, da kann ich immer was am Wagen rumfummeln, ohne jetzt natürlich hier alles rumzusauen. Okay, wir machen mal ein bisschen weiter und dann gibt es gleich wahrscheinlich ein paar Fahrtszenen
bis zum nächsten Campingplatz in der Nähe von Dubrovnik. Kaffee- und Dieselkassenspendern Joachim, Peter, Uli, Josefa, Markus, Manfred, Silvia und Stefan, Bettina und Frank, Tanja und Markus. Vielen lieben Dank. So, wir haben es erstmal geschafft. Wir haben Split überlebt. Ja, also, ich mein, war direkt wieder Stress. Ich wusste, das ist ja eine größere Stadt. Also, aber nicht so groß. Das ist ja mega riesig. Also ich glaube, also vom Panorama her habe ich noch nie was Größeres gesehen an Häuserwand oder wie auch immer. Also das war schon sehr krass. Jetzt sind wir, ich weiß es nicht, 20 Kilometer weiter. Müssen wir gleich mal googeln, wo wir genau sind. Dann können wir es jetzt einblenden und auch nochmal erzählen. Wir sind auf dem Campingplatz angekommen. Stehen jetzt hier im Moment. Sieht man das? Naja, sonst blenden wir es anders ein, an so einer Kante. Es war schwierig hier hinzufahren, weil ich musste rückwärts rauffahren. Aber wir sind direkt am Meer, genau. Der Campingplatz ist super schön. Es stehen ganz wenige andere Leute hier, aber alle sehr verteilt hier irgendwo anders an ihren kleinen Plätzchen. Und ja, richtig cool. Also wir können jetzt gleich erstmal schön den Sonnenuntergang hier genießen. Auf jeden Fall. Und was essen. Und wir müssen was essen, weil wir wollten eigentlich unterwegs mal anhalten, um irgendwie was zu essen. Und dann kam plötzlich schon Split und dann war es vorbei. Dann standen wir im Stau. Im Stau. Feierabendverkehr, wie auch immer. Und es war mega krass. Wir waren schon mega gestresst wieder. Und jetzt ist aber alles wieder gut. Ja, der Platz ist wirklich schön. Also wir müssen gleich noch mit dem Besitzer telefonieren. Der kommt dann wohl hierher. Und ja, dann gucken wir mal, wie lange wir hier bleiben, ne? Ja, vor dieser coolen Kulisse wird jetzt heute hier gekocht. Wir haben uns gerade spontan überlegt, dass wir Pizzaschnecken im Omnia mal ausprobieren. Wir haben so einen fertigen Pizzateig mitgenommen. Uns gehen leider gerade die frischen Sachen aus. Wir haben nur noch eine Tomate, aber wir haben noch getrocknete Tomaten und Jalapenos und verschiedenen Käse. Und dann probieren wir jetzt einfach mal aus, diese Pizzaschnecken zu füllen und im Omnia zu backen. Keine Ahnung, ob das was wird. Ja, sollte wohl was werden, weil wir beide schon ziemlich hangry sind und wenn das Essen an Scheiße wird, haben wir echt ein Problem. Ja, auf jeden Fall ist es richtig cool, hier mit dieser Kulisse zu kochen. Der Platz ist richtig cool. Wir waren eben schon oben, haben uns mal umgesehen. Oben gibt es ein Restaurant und auch Waschräume und Toiletten. Die nutzen wir nicht, weil wir hier autark stehen und unser Badezimmer nutzen. Aber sieht alles ziemlich neuwertig und sauber aus. Also können wir auf jeden Fall empfehlen. Und morgen früh kommt erstmal die Rezeptionistin und dann gibt es wohl auch frische Brötchen und sowas. Dann müssen wir uns darum schon nicht mehr kümmern. Wir sind mal gespannt. Ja, jetzt machen wir schnell Essen, ne, bevor das Ganze hier nachher sonst eskaliert. So, die Arbeitsschritte. Den Teig in etwa Quadrate schneiden, passierte Tomaten draufschmieren. Dann umfalten, umklappen, wie auch immer. Und dann belegen und dann in den Omnia. Das sind übrigens Schiffchen und keine Schnecken, weil wir uns dann überlegt haben, dass die Schnecken ja auslaufen, wobei uns dann wieder aufgefallen ist, wir haben ja Backpapier hier bei dem Teig dabei. Aber egal, jetzt sind es die Schiffchen geworden. Boah, wird schon schief gehen, ne? Dann sieht das fertig belegt so aus und dann hauen wir das mal mit dem Backpapier in den Omnia. Wir hoffen, das brennt nicht weg, keine Ahnung. Wir werden ja sehen. Vor allen Dingen, ich hoffe das mal, dass dieser vegane Feta, den habe ich zwar schon mal geholt und da den halt eingelegt, aber den habe ich noch nie zum Überbacken benutzt. Mal gucken, ob das auch was wird. Ich habe Hunger. Lass weitermachen. Ja. Wir haben es jetzt so platziert. Erstmal für ihn zwei Portionen. Schön, ja, was ist eigentlich eben passiert? Was ist eigentlich eben passiert, als ich hier rückwärts hochgefahren bin? Oder als ich meinte, weiß mich doch mal bitte ein. Nix. Ich habe mich voll hingelegt. Ich weiß auch nicht. Also irgendwas war da. Da war eigentlich nichts auf dem Boden. Doch, Steine. Ja, Steine. Und dann bin ich irgendwie rückwärts hängen geblieben. Ja, ich bin dann hängen geblieben und habe mich halt rückwärts schön da hingelegt. Habe mir auch ein bisschen an den Fingern und so wehgetan.
War mir wieder typisch. Zum Glück haben die anderen Camper, die gerade da hinten standen, in dem Moment gerade woanders hingeguckt. Ja. Und du hast die Kamera diesmal nicht in der Hand. Ich meine nicht zum Filmen, sondern um sie zu zerstören. Immerhin. Ja, immerhin etwas. Ja, sag das aber bloß nicht zu laut. Ja, ist gut gegangen. Oh, ja, die sehen auf jeden Fall richtig lecker aus. Gucken, ob die am Rand nicht so verbrannt sind. Ja. Lecker. So, das sieht doch schon mal gut aus und wir haben es auch ordentlich auf die Teller bekommen. Ja, dann sag ich mal, guten Hunger. Ja, guten Morgen zusammen. Wir haben gerade 11:15 und wir sind jetzt auf dem Weg in den Nationalpark. Kilka? Scheiße. Warte. Mist. Okay, nochmal. Ja, guten Morgen zusammen. Wir haben jetzt gerade 11:15 morgens und... 11:15. Ja, guten Morgen zusammen. Wir haben gerade 11:15 und wir sind auf dem Weg in den Kilka Nationalpark. Und da möchten wir gerne zum... Ich habe den Namen wieder vergessen. Ich auch. Skradinsky Wasserfall. Buck. Und mit diesem... Moment. Moment, warte. Warte. Und mit diesen Bildern. Warte.